Hallo meine YouTube-Freunde, ich bin hier auf dem Hasler Berg. Das ist ein Berg über Wehr im Hochschwarzwald, direkt an den Windkrafträdern. Ja, die stehen jetzt hier seit einem Jahr, die sind ganz neu. Ich bin schon mal an Windkrafträdern gewesen in Gerschbach im Hochschwarzwald. Die sind eigentlich quasi gerade hinter uns. Und wo ich dann mitgekriegt habe, dass hier auch noch welche gebaut werden. Ich dachte, jetzt muss ich doch mal hin, wenn sie fertiggestellt sind. Sie sind fertiggestellt und ich möchte euch jetzt hier mal diese gigantischen Teile mal zeigen. Ich habe kein Stativ dabei, sorry. Hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, näher mit dem Auto ranzufahren. Brauchen gar nicht so weit laufen. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir weiter vorne sind. Oh, hier haben wir ja auch was Besonderes, nämlich einen Eichenbaum. Und dieser Eichenbaum ist kein besonderer, es ist ein besonderer Eichenbaum, denn der Eichenbaum, der ist hohl. Komplett hohl. Hey, wie schön hohl der ist. Der ist richtig total ausgehöhlt. Ja, komplett hohl. Ja, da könnte man gerade noch reinsitzen bei starkem Regen, um sich vom Regen zu schützen. Cool. Ne? Ja, das sieht man auch nicht alle Tage so. Hohle Eiche, ne? Parkplatz hier, ne? Okay. Meine Freundin ist schon mal zum Windkraftrad vorgelaufen. Da gehe ich jetzt gerade mal hin, auch hin. Sehen wir uns gleich wieder. Ja, da oben sieht man schon eins von den dreien. Von den Windkrafträdern, das eine. Da drüben taucht schon das nächste auf. Und ganz hinten im Nebel ist noch mal eins. Ja, leider, das Wetter ist heute nicht so gut. Schade, hätte doch mal ein anderes Mal gehen sollen, aber naja, gut, es ist so wie gar nicht. Ja, Leute, also ihr wisst ja selber, ich bin ziemlich waldbegeistert und bin immer sehr gerne im Wald. Und eben, was man hier auch sieht, das sind Bergmammutbäume, aber richtig viele. Hier steht einer. Da drüben die ganze Reihe voll Bergmammutbäume. Aber so wie die ausschauen, die wurden ausgepflanzt. Die wurden gepflanzt. Also bei uns in der Gegend, da werde ich sagen, die sind vielleicht irgendwie wild aufgekommen oder hat sie irgendjemand ausgesetzt. Jetzt ganz so inoffiziell halt. Aber hier, das sieht auch offiziell aus. Dann hier steht eine ganze Reihe Bergmammutbäume. Und was für schöne. Ne? Die sind noch gar nicht mal so alt. Ja, jetzt sind wir ganz kurz vor den Windkrafträdern hier. Das Schöne, man hört auch irgendwie dieses leichte Summen. Das eine steht da hier im Hintergrund. Und das läuft und das andere läuft auch. Hinter mir ist auch noch mal so ein Riese. Eine wunderschöne Gegend hier. Echt. Und überall stehen hier Bergmammutbäume. Richtig viel haben sie hier ausgepflanzt. So, sind angekommen. Direkt vom Windkraftrad. Das dreht jetzt gar nicht mehr. Es ist gerade stehen geblieben. Ja, eben, mit dem Wind ist es hier auch so eine Sache. Mal zieht hier der Wind und mal nicht. Aber wenn man das so anguckt, es ist schon ein Gigant. Man kann es nicht anders sagen. Und es ist doch noch einiges zu laufen hier. Hätte ich nicht gedacht. Also, ja. Schon ein bisschen größerer Spaziergang jetzt. Aber ist doch schön. Temperaturen sind auch gut. Von denen aus laufen wir noch ein wenig. Ja, eben, das ist die erste Anlage von insgesamt dreien. Und den anderen zweien gehen wir nachher auch noch, wenn das Wetter weiter mitmacht. Weiß ja nicht. Am Ende fängt es noch an zu regnen, dann müssen wir natürlich abbrechen. Also der Anblick von so einem Windkraftrad, es ist immer für mich was sehr Grandioses.
Hier im Schwarzwald gibt es eben nicht sehr viele von diesen Windkrafträdern. Ja, ich weiß, im Norden oben gibt es mehr. Aber hier gibt es halt nur sehr wenige. Jetzt stehen wir direkt davor, vor diesem riesen Windkraftrad. Der Mast nimmt kein Ende. Da oben ist es jetzt erst, die Flügel. Und hier diese Treppe, da ist noch ein Türchen dort. Na, so wie ich die Sache sehe, wird da oben eh abgeschlossen sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Mal gucken. Okay. Okay. Okay, Video überwacht, okay. Alles klar. Ja, ist wahrscheinlich schon abgeschlossen. Ja, Windpark Hasel. ENBW. Okay, wir müssen ja nicht gerade Schleichwerbung machen. Aber auf jeden Fall, ich finde es eine sinnvollere Alternative wie Kernenergie oder Braunkohle. So, wenn man überlegt, was es für ein Fundament benötigt und wie viele Schrauben hier unten am Boden dafür benötigt werden, das Ding in der Waage zu halten, in der Waagrechten zu halten. Er meint, dass nach diesem Betonkranz hier Schluss ist, der wird sich wahrscheinlich ganz gewaltig täuschen. Hier wird wahrscheinlich der ganze Boden unten drunter schon wieder voll sein mit Beton. Und mit wahrscheinlich einer ganz ordentlichen Armierung. Brauchen wir noch ganz schön Zeit um einmal ringsrum hier. Es sind schon gigantische Anlagen, man kann es gar nicht anders sagen. Aber ich gucke mir sowas auf jeden Fall immer gerne an. Das war jetzt mal nur die Nummer 1 von den Windkrafträdern. Jetzt geht es gleich noch zu 2 und zu 3. Dann bleibt einfach dran. So, von der einen Anlage sind wir jetzt weg. Jetzt geht es zur 2 und danach noch zur 3. Ja, da vorne sehen wir schon die 2er vor uns. Und da werde ich sagen, ich melde mich dann wieder, wenn ich näher bin. Vorhin sind sie alle wen gelaufen, jetzt momentan stehen alle drei. Es ist auch sehr windruhig, windstill momentan. Aber ich kann mir vorstellen, hier oben, wenn immer ein bisschen Wind geht, holen sie schon einiges raus an Strom. So, nun sind wir angekommen. Anlage 2 und 3 gleich im Hintergrund. Wunderschön. Ja, Gott sei Dank, wir haben sie besucht, die Windkrafträder. Eben, wie gesagt, die sind noch gar nicht alt. Sind erst letztes Jahr gebaut worden. Letztes Jahr um die Zeit waren die noch im Bau. Und man sieht auch, dass das ganze Gelände hier noch nicht richtig verwachsen ist. Dadurch ist es halt... Ja, eben, wie gesagt, die sind noch sehr, sehr neu, die Windkrafträder. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Ist alles noch sehr, sehr neu. Man sieht jetzt hier auch noch einiges an Bauutensilien hier stehen. Schaut aus wie eine Baggerschaufel, aber ja. Oh, der Anblick, der macht einen schon regelrecht Angst. Heite Wetter. Hier ist der Masten von dem großen Windkraftrad. Und hier stehen auch mal Baggerschaufeln. Eben, ist alles relativ neu hier. Fantastisch, einfach nur fantastisch hier. Jetzt da hinten in der Ferne, da sehen wir jetzt schon die dritte Anlage. Und noch eine Planierraupe steht auch noch da. Ah ja, da, also hier ist also sicherlich unter der Woche noch reges Treiben. Hier sieht man auch schon, hier ist noch mächtig Baugerät hier stehen. Und die dritte Windkraftanlage hier. Momentan
alle Rotorblätter stehen. Man hört trotzdem so ein kleines Brummen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Kenne mich damit nicht so genau aus. Aber sie sind aktiv in dem Fall wahrscheinlich. Jetzt stehen wir direkt vor der dritten Anlage. Der Mast nimmt wie immer kein Ende. Ein schönes Sonntagsgefährt steht hier noch. Aber nicht nur das eine. Da hat es noch mehrere hier. Ja. Mit was machen wir uns auf dem Heimweg? Bagger? Dampfwalze? Oder Raupe? Schwierige Frage. Mit was machen wir uns auf dem Heimweg? Naja, gut, so wie ich die Sache kenne, sind die wahrscheinlich eher abgeschlossen. Ja. Naja, aber man sieht hier daran, dass es also wirklich noch stetig gebaut wird. Das ist alles noch ringsrum sehr unfertig. So, das war jetzt unser kleiner Ausflug hier nach Hasel zu den Windkrafträdern. Und nur das Wetter hätte ein wenig besser sein können. Ich steige jetzt hier nochmal an den Masten hoch. Einen kurzen Blick hier noch. Und wieder runter. Ja, werde ich mich auch langsam hier verabschieden. Und wir sehen uns dann gleich nochmal. Okay, YouTube-Freunde. Ja, das war jetzt eben, wie gesagt, unser kleiner Ausflug hier nach Hasel zu den Windkrafträdern. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und abonnieren könnt ihr mich natürlich auch kostenlos. Und ein kleines Dankeschön geht jetzt hier raus an meine Freundin Michaela. Vielen Dank für die Kameraarbeit. Bis dann mal wieder. Ciao, ciao.